Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Gothic 3. Wir sind aktuell nun endlich als Gesandter Innos unterwegs. Kehren jetzt erst nochmal zurück ins Kloster. Zack. Dort können wir jetzt nochmal an der Innos-Statue gucken, ob es da jetzt neue Zauber gibt. Mächtigere Zauber, die wir lernen können. Irgendwas von Meteor und so habe ich gehört. Da wollen wir eben nochmal gucken. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal mit den Quests hier oben in Nord mal weiter. Ne? Fahren wir im Feuerclan überhaupt schon überall? Ja doch, der war glaube ich gar nicht so groß. Der sah nur so groß aus. Und ja, wenn wir dann Nord mal so weit durch haben, dann geht's in die letzte Phase. Dann werden wir Mythana befreien und dann Zuben wegklatschen und dann sind wir durch. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt Elex schon mal ein bisschen in eurem Gehirn hochfahren. Ich brauche Tipps, ich brauche Tricks. Also hier gleich mal direkt den Aufruf an alle Elex-Experten da draußen. Wir werden als Nahkämpfer spielen und ihr könnt jetzt schon mal eure Fingerchen wund tippen und euch schon mal Texte vorbereiten. Der Fuchs, ihr müsst davon wieder ausgehen, ich habe wieder keinen Plattenplan von gar nichts. Das wird lustig, ne? Aber nun schauen wir erstmal, was hier abgeht. Nein, ich bin nicht bereit dazu. Warum nicht? Okay, also an dieser Statue dürfen wir das nicht machen. Dann müssen wir das wahrscheinlich an irgendeiner anderen Innos-Statue machen. Ich glaube, im Feuerclan stand eine. Direkt am Eingang. Wenn ich mich recht entsinne. Ugamamol, da ist doch eine. Moin! Möchte gerne... Innos! So. Gewähre mir das höchste Wissen der Magie. Gewähre mir das höchste Wissen der alten Magie. Waffensegen, Meteor, Wort der Herrschaft. Ich weiß nicht mehr, was das macht. Ich will jetzt auf jeden Fall Meteor lernen. Und was ist denn Wort der Herrschaft? Scheiß drauf, gönn mir. Und ich will auch den Waffensegen lernen. Ob ich den brauche, weiß ich nicht. Wahrscheinlich bufft mich das oder so. Ich weiß es nicht, ich will es trotzdem lernen. Gib mir das hohe Wissen der alten Magie. Gewähre mir Lebenskraft. Ich habe noch 16 Punkte, dann würde ich sagen... Gewähre mir Lebenskraft. Einmal noch in Lebenskraft, Bums. Gewähre mir magische Kraft. Gewähre mir magische Kraft. Einmal nochmal in Mana, Wumms. Und die letzten 6, gewähre mir... das Wissen über die alte Magie. Gewähre mir die Kraft deines Segens. Die ballern wir jetzt hier rein. Oh ne, Heilung brauchen wir nicht. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Flammenschwert rufen, böses Vernichten, Fernheilung. Brauchen wir alles nicht. Ich hätte gerne jetzt nochmal altes Wissen, aber ist okay. So, mal sehen, was Meteor macht. Jetzt geht's ja mal richtig rund, Leute. Also, wir haben gelernt, Meteor. Der Held ruft Innos, damit er einen seiner Feinde erschlägt. Gut. Wo packe ich das denn mal hin? Ich habe leider nicht mehr so viel Platz. Ich würde sagen, das Fleisch kann inzwischen weg. Das kann weg. Das Ding machen wir mal dahin. Flammenwelle ist schon wichtig. Die bleibt auch. Hauen wir dann noch Meteor rein. Wort der Herrschaft. Du sollst mir folgen, sprach Innos. Und der Mensch gehorchte. Okay. Ehre. Waffensegen. Eine gesegnete Waffe verursacht mehr Schaden. Die Wirkung ist permanent. Okay. Permanent. Ich pack mal eben den Dämon weg und mach da mal Waffensegen hin. Ach so, das passiert, ist einfach so passiert. Ach cool. Das muss ich gar nicht zaubern, das ist einfach geschehen. Ach so, ich darf eine Waffe segnen. Ah, dann segne ich doch mal bitte meinen Stab, den ich gerade ausgerüstet habe. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht darf es nicht ausgerüstet sein. Magierstab, steck mal weg. Jetzt machst du nochmal wieder den Waffensegen, bitte. Magierstab, vielleicht zählt der Stab aber auch nicht als Waffe. Dann mal rein aus Interesse, wenn das wir jetzt mal... nichts. Okay. Magische Waffen können das nicht. Achso, aber der Zweihänder zum Beispiel. Oh. Gesegnet. Plus 10. Alles klar, ich verstehe es. Okay, jetzt nicht so spannend, wie ich dachte. Macht aber nichts. Eins. Weg mit der Waffe. Alles gut, Leute. Ihr müsst mal ein bisschen entspannt bleiben. Nimm diesen Kelch und werde mein Paladin. Mmh, lecker. Und jetzt... Spürst du nichts? Nein. Warte. Jetzt spüre ich was. Ehre. So kann ich jetzt erstmal die ganzen Paladine wieder zurückholen. Gut, jetzt lassen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Die Macht der Ahnen.
Schluss damit. Der Feuerclan wird sich Ahnen holen. In Nordmar gab es schon immer wie das. Kann ich helfen? Lödelöd. So. Ein paar Zögerer nicht, sie sind schon alle tot. Ja. Ich habe die Macht von Akasha. Ich muss mal gucken. Akasha haben wir. Snorre haben wir. Akasha. Wo ist denn Snorre? Da ist Snorre. Ich habe extra eine Karte mir organisiert. Akasha haben wir. Snorre haben wir. Baldar haben wir. Berek haben wir. Sind das alle? Akash, Snorre, Baldar, Berek. Dann fehlt noch Einja und Angier. Einja und Angier. Jetzt müssen wir gucken, da ist der Hammerclan, da ist der Wolfsclan. Dann gehen wir zum Wolfsclan und von dort aus finden wir die beiden. Los geht's. Los geht's, Leute. Auf zum Wolfsclan. Versuche, diese beiden Dinger zu finden. Das eine ist die, wo wir eh schon drin waren. Da war ich nur zu dumm, das zu aktivieren. Moin. Ist hier eigentlich auch so ein Paladin, der irgendwas machen will? Nee. Entspannt bleiben bitte. So, jetzt erstmal raus hier und dann gucken wir mal, wo das war. Hallo. Wer bist du denn? Einfach nur ein Kämpfer. Krass. Krasser Bengel. Krasser Bengel. So. Du solltest jetzt gehen. Du solltest jetzt gehen. Habe ich auch vor. Bin unterwegs, ne? Keine Sorge. So, F5. Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Also, Enya befindet sich dort. Wenn wir das mal... Ach Gott. Die Karte ist halt auch wirklich jetzt nicht so groß, ne, wenn man mal ehrlich ist. Wir sind jetzt hier. Da ist dieser kleine Kreisel. Enya wird so, der wird so hier sein. Da müssen wir hin, das ist ganz schön weit weg. Ist irgendwie in diese Richtung. Gehen wir mal in diese Richtung, gucken wir einfach mal. Frage ist auch wieder, ist der oben, ist der unten? Das ist alles nicht so einfach. Und dann haben wir noch Agir, das werden wir finden. Wir müssen einfach nur Peda finden. Peda steht direkt an der Nähe. So, ich bin mal gespannt, ob wir so einen Säbelzahntiger jetzt one-hitten. Immer noch nicht. Meiner Meinung nach hätten wir das schon langsam verdient, so einen Säbelzahntiger zu one-hitten. So, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch schon, diese Ork-Festung auseinanderzunehmen. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Das war doch irgendwo hier, oder nicht? Da geht's hoch. Alter, ich werde jetzt mich richtig dumm und dämlich suchen. Das Schlimme ist für die Leute, die sich jetzt wieder auskennen und sagen, ah, Fuchs, wo ladst du denn hin? Bist du deppert, Junge? Bist schon viel zu weit. In diese Richtung, da irgendwo. Da ist das. Ja, warte mal. Ich erinnere mich doch. Wir sind doch hier lang gelatscht. Hier rum. War das nicht hier gleich irgendwo? Da ist ein Wolf. Moin. Ging doch gleich hier irgendwo hoch, oder nicht? Wo war das nur? Ah, warte, wir haben noch eine Map. Moment, wir haben noch eine Map. Was bin ich denn so dumm? Karte der Ahnengräber. Hier. Wir haben doch eine Map. Wir haben doch eine Map. Stell ich mich denn so dumm an? Oh mein Gott. Diese Richtung irgendwo. Es könnte da unten sein. Ich glaube, das ist da oben. Warte mal, lass mal über die Brücke gehen. Bevor wir es jetzt übertreiben, bin ich noch so ein roter Ork rum. Könnte auch hier noch irgendwo gewesen sein. Da rum und da vorne gleich irgendwo, komm schon. Ahnengrab, oh, es huckelt. Oh, das war gefährlich.
vielleicht wirklich einfach da unten. Ich glaube, wir müssen da runter. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen da runter. Machen wir mal Da hinten ist noch ein zweiter. Der ist, glaube ich, nämlich hier oben. Dann gehen wir erst den hier oben suchen. Das war der, den wir mal mit diesem ersten Typen besucht haben. Das ist gleich hier vorne irgendwo. Das war, als wir das erste Mal nach Nordmar reingelatscht sind. Das habe ich auch schon gesäubert. Da dürfte gleich nichts mehr drin sein. Außer vielleicht nur ein paar respawnte Skelette. Aber sonst müsste das Ding eigentlich frei sein. Diese Richtung. Okay, vielleicht irre ich mich auch. Da lang. Da unten? Scheint auch da unten zu sein. Kommen wir denn da jetzt am besten runter? Das ist die Frage. So ein Sprung, so ein Leap of Faith ist, glaube ich, kein guter Plan. Guck mal, wie hoch das ist. Da hinten den Hügel runter. Das können wir mal probieren. Lass mal mutig sein. Wir quicksafen vorher. Und dann gucken wir einfach mal. So, F5. Und dann gehen wir dann mal vorsichtig runter, wa? Einfach mal ausprobieren. Also mehr als dass wir sterben, kann ja nicht passieren. Bin ich denn hier auch richtig? Warte mal, M. Ja, das ist gleich hier vorne irgendwo. Da ist es auch schon. So. Ja, moin. Wer bist denn du? Osmund. Innos sei Dank. Endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist denn los? Was ist los? Orks. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Okay, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein. Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Verstehe, wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich bin Orktöter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Mhm. Erzähl mir was über Angier. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war einer der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Können wir handeln? Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Ihr habt... Hier, sie selbst. Ihr habt eine ganze Menge Krempel hier oben. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Er hat da so ein paar Kräuter und Brot. Ich habe vergessen, die Brotquest abzugeben. Ihr müsst mir übrigens immer noch sagen, ob wir den König jetzt töten sollen oder nicht. Ich glaube, wir haben nichts mehr zu verlieren. Also eigentlich könnten wir das machen. So, den brauche ich nicht. Flammenschwert brauche ich nicht. Die Eisringe brauche ich nicht. Den Orkschächer heben wir auf. Da habe ich hier noch 8 Schwerter. 145 rostige Schwerter. 49 Knüppel. Klingenstab. Noch einen Klingenstab. Kampfstab. Und eine rostige Streitaxt kannst du noch haben. Schilder. Schild. 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 Oh, zu viele. Scheiße, das sind. Ach Gott, das sind 96. Um Gottes Willen. Zurück damit. Können wir höchstens bis 29 noch ab hochgehen, dass das dann irgendwie so grob passt. Da, Gold austauschen, Ende. Erstmal quicksafen, bevor wir den jetzt in die Schlacht ziehen. Let's go. Lass uns den Schaman töten. Lass uns den Schaman töten. Ja, lass uns das tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Du, ich glaube, ich werde den nicht brauchen, aber das passt schon. Ich bin an deiner Seite. Wahrscheinlich ist dieser Ort schon auseinandergenommen, wobei hier unten war ich noch nicht. Das sieht für mich noch nicht entdeckt aus, tatsächlich. Du bist kein Gegner für mich. Ich mag dich in Stücke. Los geht's. Ich helfe ihm mal so ein bisschen, dass der nicht zu sehr, aufs Maul bekommt.
Den eben. Elite-Krieger werden immer noch nicht gewonnen-hittet, leider. Muss mehr gehen. Bitte durchhalten. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder Mecker, dass ich wieder nur den Feuerball benutze, aber wir kämpfen hier mit einem anderen Charakter zusammen, den wir nicht umbringen möchten. Deswegen nehmen wir dann lieber den stabilen Feuerball. Weil ihr seht, ich habe ihn jetzt schon aus Versehen getroffen. Das geht nämlich leider schneller als ein Lieb ist, deswegen müssen wir uns jetzt hier ein bisschen filigran anstellen. Und dann wird halt die Feuerballriege wieder genommen, ne? Klappt ja gut. Wie der da einfach gegen den scheiß Baum geballert ist. Da hinten ist der Anführer. Mann, jetzt lass dich doch nicht von dem einen Kack-Ork da platt machen. Ist ja nicht zu fassen. Wie der sich halt einfach wegbumsen lässt, der Junge. Unfassbar. Warum ist der Schamane noch am Abgehen? Das interessiert den nicht, weil wir den umbringen müssen, ich verstehe. Michael, wieso lebt er noch? Na also. Ehre! Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Schon gemacht und wir haben auch den. Ich habe auch den Stein eingesammelt. Alles wird gut. Jetzt sammeln wir natürlich erstmal noch das ganze Loot ein hier. Bevor das noch verschwindet oder so. Das muss ja auch alles wieder in den Warenkreislauf eingeführt werden, nicht wahr? Sonst wird das ja nichts, ne? Wir wollen das ja das gute. Alter, wie viele Orks das wieder sind. Es ist so verrückt. Aber ich würde wirklich am Ende so eine Statistik interessieren, wie viel Getier und Gegner man platt gemacht hat bei so einem Lauf Gothic 3. Das sind ja Unmengen. Verrückte Unmengen sind das. Ernsthaft. Schaut euch das an. Dieses Gemetzel hier. Auch nur krass. Und wir sind noch nicht damit fertig, Myrtana zu befreien, ne? Wenn wir da erstmal Myrtana noch auseinandernehmen und die ganzen Orks beseitigen. Heftig. Heftig generell. Wir müssen unbedingt Meteor gleich mal ausprobieren. Fällt mir gerade ein. Aber das machen wir dann, wenn keiner dabei ist, ja? So. Wo steht er denn jetzt rum, der Junge? Wolltest du mir noch irgendwas sagen oder war es das jetzt? Ist schon wieder abgehauen? Hallo? Oh, er hat sich gleich mal ans Feuer gechillt. Natürlich. Ach so, Osmund ist zufrieden. Das war's. Er wohnt jetzt hier, ne? Aber man will den Ort ja nicht verkommen lassen. Deswegen hat Osmund sich jetzt hier eingebürgert und eingenistet. Er ist, fühlt sich hier wohl, ne? Gut, gut. So. Dann wollen wir mal. Muss den Weg zum Ahnengrab zurückfinden. Das war zum Glück nur so quer da durchgelatscht. Das ist nicht so schlimm. Das schaffen wir. Dann können wir uns da gleich wieder 1.000.000. 1.000.000. Skeletten stellen. Moment, erstmal den Tiger wegmachen. Ich kenne mein Glück nämlich, ich muss dann nachher von diesen beschissenen 1.000.000 Skeletten fliehen und renne direkt in so einen Säbelzahntiger rein. Da könnt ihr jetzt schon von ausgehen. Deswegen schön eben lieber auf Nummer sicher gehen. So. Und das Ahnen-Ding. Muss das jetzt nicht hier irgendwo sein? Oh, warte mal. Mir wurde gesagt, ich kann locker und ohne problemlos so eine Herde hier weghitten. Nein, zwei bitte. Ja, hat funktioniert. Ich muss alles zurücknehmen, es hat wunderbar funktioniert. Wieso finde ich jetzt das Kack-Ahnengrab nicht? Ist das jetzt mein Ernst oder was? Muss doch gleich hier oben sein. Bin ich ein bisschen deppert? Da ist es doch. Alter, kann doch nicht angehen, ey. Was ist los, ey? Ja, dankeschön, meine Lieben. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal wieder einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.